Rüber zur Fähre von Al Jazeeras. Damit die Krabben das überleben, sind sie gekühlt auf 0 bis 3 Grad, aber nicht gefroren. 1000 Liter Diesel, später geht es weiter mit der Fähre, vorbei am Fels von Gibraltar und dem südlichsten Punkt Europas, Richtung Süden. In Tanger geht die Nordseekrabbe wieder von Bord, um 100 Kilometer weiter im Landesinneren endlich ihr Ziel zu erreichen. Im marokkanischen Tetuan werden die deutschen Nordseekrabben von Hand gepult. Täglich von 6 Uhr in der Früh bis mittags um 14 Uhr. Ohne Pause. Akkordarbeit. Wie am Fließband. Maschinell sind Krabben unbezwingbar. Sie sind zu zerbrechlich und zu unterschiedlich für Maschinen. Die 1200 Poolerinnen verdienen im Schnitt 5 bis 8 Euro am Tag. Je nachdem, wie viele Krabben sie in der Stunde poolen. Die Produktionsleiterin zeigt unserer Reporterin voller Stolz, wie sauber hier gearbeitet wird. Und sie legt besonderen Wert auf die hygienisch perfekten Bedingungen. Wie viele Krabben poolen Sie am Tag? Naja, am Tag schaffen wir so plus minus 5 Tonnen Krabben netto. Das sind mit Schale anfangs ungefähr 16 Tonnen, je nach Größe der Krabben. Manchmal sind es mehr, manchmal weniger. Und wo sind die Männer? Hier gibt's keine Männer, weil die das nicht aushalten. 8 bis 9 Stunden zu sitzen, ohne zu rauchen, ohne Pause. Die Frauen haben da eine andere Leidenschaft. Die Arbeit ist kleinteilig und schwierig. Das können Frauen einfach besser. Es ist Tradition in Tetuan. Seit Generationen, dass es die Frauen sind, die das Geld für ihre Familien verdienen. Die Männer arbeiten nicht. So sind die Nordseekrabben hier ein Segen. Das Einkommen für über 1200 Familien. Krabbenpoolen im Akkord ist trotzdem für jede Anfängerin schwierig. Wissen Sie eigentlich, dass die Krabben aus Deutschland sind? Nein? Nein? Nach 10 Minuten der direkte Vergleich mit der schnellsten Poolerin der Firma, Fedor. Dabei kommt es nicht nur auf die Schnelligkeit an. Die Krabben dürfen nicht beschädigt werden und auf keinen Fall darf etwas vom Fleisch in den Abfall wandern. Gar nicht so einfach. Ich habe in der gleichen Zeit 5 gepoolt, in der sie nur ein halbes Kilo hat. Wahnsinn. Von 5 Kilo ungeschälten Krabben bleibt am Ende 1 Kilo übrig. Mit jedem geschälten Körbchen geht es zur Kontrollstation. Es darf möglichst keine einzige Krabbe mit Restschale die Firma verlassen. Bezahlt wird jede Arbeiterin ab dem ersten Kilo. Das sieht bei Elena schlecht aus. Sieht aber sehr wenig aus. 80 Gramm. Wie viel habe ich verdient? Gar nichts. Na, dann esse ich sie lieber.